Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwo was zu schnabulieren habe. Einfach, wenn die Frage ist, wie lange sind die haltbar? Erst die Dinger. Und 6. Mai, ach, die ist noch ewig haltbar. Und weißt du was, dann nehme ich mir die Dinger. Dann machen wir es uns jetzt gemütlich. Und die können weg. Das kann zum Leergut. Ich morgen auch nochmal zurückbringen. So langsam wird das Beutelchen voll. So, dann nehme ich noch ein Brettchen und ein Messer. Und dann kann ich mir auf die Frischeiwaffe später richtig leckeres Della machen. Gut. Und bis jetzt hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen, die Chat-Aktivität. Das ist aber gar nicht so das Problem. Und Justin ist hier essen. Er ist jetzt noch eine kalte Nudelpfanne. Die Reste. Ja. Also ich finde die Gegend schick. Gefällt mir. Ist optisch wunderschön. Ich bereite mir noch ein Glas mit zu trinken vor. So. Wir haben die Brücke freigeschaltet, das ist gut. Warum musste ich da jetzt hinreisen? Ich stand doch direkt davor. Aber schön hier. Hey, Zoe, grüß dich. Seit einem. Ich habe so viele Ohrwürmer. Du bist gar nicht mit. Also wenn du mit mir zusammenarbeiten solltest in einer Firma, dann wirst du merken, dass ich merken, dass ich komplett geistig durch bin. Wir haben einmal mit den Kollegen gesprochen, was für Animes wir uns. Was wir mal geguckt haben. Und. Und seit in dieser einen Woche musste ich die ganze Zeit. Auf einmal war es da. Ich habe es zig Jahre nicht mehr gesehen. Auch nebenbei her eigentlich nicht gehört. Aber dann haben wir über Sailor Moon gesprochen. Ja, das haben wir früher auch so geguckt. Und so weiter und so fort. Und ich musste die ganze Zeit die Titelmelodie singen.
bringe ich sofort an. Und meine Kollegen machen sich halt immer daraus einen Spaß, mir immer irgendwelche bekannten Gaming-Soundtracks vorzuspielen. Und ich muss dann den halben Abend dieses eine Lied summen. War ich dann bei den gegenüber von den Personalmädels, die haben hier ein Büro gegenüber von uns. Der Kollege wollte mich ärgern und sagt dann so: Yo, Sascha, du kennst doch das Lied von Sailor Moon. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Kämpfe für deinen Traum von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, auf Sailor Moon. Mondstein flieg und Sieg, es ist soweit. Hinterfragen wir mal nicht. Und die feiern das total. Obwohl, auf der Arbeit bin ich eigentlich eher daran, die Super Mario Monologie zu. Super Mario und Final Fantasy 7. Mich kann man so leicht zu solchen Sachen bringen. Naja. Solche Sachen halt. Es ist immer lustig, wenn einer unserer Kollegen oder meiner Kollegen mich versucht herauszufordern. Mehr mein Netzwerktechniker. Er hat letztens so Quarkbällchen geholt und hat er mit dem Praktikanten rumgeblödelt. Hat gemeint, hier frag mal den Sascha, ob der ein paar Quarkbällchen will. Je nachdem, wie du das betonst, hat er bestimmt einen geilen Spruch auf Lager. Und das Lustige daran ist, er hat halt A, recht gehabt. Und zweitens hat das halt keiner geglaubt, weil die ganze Zeit über Bällchen lustig gemacht haben. Oh, Bällchen. Hat er gesagt, hier Sascha, hast du Bock auf ein zuckriges Bällchen, auf eins von meinen zuckrigen Bällchen? Ich dachte so, oh ja, geil. Ich hatte deine zuckrigen Bällchen, denke mein Freund. Da trieft der Saft aus dem Lachs, der steht. Ich nehme da halt auch kein Blatt vom Mund, das hat das ganze Büro gehört. Ach ja, unser alter, einer unserer Server-Admins oder System-Admins, der ältere von beiden, der hat seinen Glauben aufgegeben. Ah, ich muss dahin reisen. Aber warum kann ich nicht über die Brücke gehen? Das ist doch schwach.
Kämpfe für den Sieg, la 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 la. Ja, und zu Hause, wenn ich halt an Range Simulator oder so denke, so ein bisschen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Muss ich wirklich. Sieht aus, als würdet ihr euch gut um diesen Pfad kümmern. Kommen alle Dorfbewohner regelmäßig hierher? Nein, nur ich. Einmal im Monat, ohne Ausnahme. Als Anführerin meines Volkes und Nachfahren von Valeas ist es meine Pflicht. Aber du bist nicht für diese schreckliche Tat verantwortlich. Warum solltest du allein dafür Buße tun müssen? Das verstehst du falsch. Ich besuche ihn, weil ich es will. Er soll wissen, dass er nicht allein ist. Und dass es da noch jemanden gibt, der sein Leid beenden will. Die ist gar nicht schlecht drauf. Leid, von dem ihr euch gleich mit eigenen Augen überzeugen könnt. Der Wald wächst hier sehr schnell. Würden wir nichts dagegen tun, wäre der Pfad nach wenigen Monden verschwunden. Ja, mit dem Flammenwerfer. Ist ja ein paar Minuten durch. Führt der Lichtstrahl zu Valeas? Das tut er. Einträge zur Strom der Gezeiten. Ah, sieht schon geil aus, Zui, ne? Also optisch. Es sieht aus, als wäre jedes einzelne Wassertröpfchen in der Luft gefroren. Und seit 80 Jahren haben sie sich auch nicht das geringste bisschen bewegt. Das ist einfach nicht richtig. Nein, ist es nicht. Naja. Kommt. Muss man mal wir sind da. Die Capture-Card holen, die HDR kann. Jetzt falle ich hier runter. Alter Schwede. Dort unten ist er. Folgt mir. Das sieht aus. Das sieht geil aus. Wie war deine Woche so, Zui Mui? Geht's dir gut? Er ist noch erwacht. Ich erinnere mich noch an mein erstes Erwachen. Die Furcht. Und ich war alt genug zu verstehen, was da passiert. Wie sich dieses arme Kind erst gefühlt haben muss. Er ist das Opfer einer unverzeihbaren Sünde. Begangen von Menschen, die in ihm nichts weiter als sein Werkzeug sahen. Er muss sich so fürchten. Dann werde ich ihn erlösen. Willst du etwa? Du musst dir keine Sorgen machen. Entgegen der Gerüchte töte ich nicht einfach so Domini ohne Grund. Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich die Esper von Valeas lösen kann? Dann würde ich sagen, dass du verrückt bist. Es ist schwer vorstellbar, ich weiß. Möglich ist es trotzdem. Allerdings auch nicht ganz ungefährlich. Ein Teil der Esper bleibt dabei nämlich in ihrem Dominus zurück. Dann könnte ihm doch etwas zustoßen. Leider ja. Es kommt auf den Dominus an. Alles kann gut ausgehen. Oder völlig außer Kontrolle geraten. Aber eins weiß ich sicher. Wenn wir diesem Jungen nicht helfen, dann wird sein Leid nie aufhören. Und ich denke, das ist ein viel schrecklicheres Schicksal. Oder nicht?
Also gut. Wenn es so sein muss. Und was auch geschehen mag, ich werde die Verantwortung übernehmen. Du musst nicht länger leiden. Lass mich die Last tragen. Funktioniert? Sieht so aus. Ich fühle Leviathans Kraft in mir. Willkommen zurück. Irgendwas ist. Oh, mit Tippen. Er hatte nicht nur Angst, er war zornig. Also gut, stellen wir dich auf die Probe. Die Macht des Wassers. Clive hat sich ein Stück Assistenz, okay. Nicht zu unterschätzender Gegner. Na wunderbar. Er hat Freunde. Ja, ich komme dann so klar. Sieht aber cool aus. Thank you.
Ja, habe ich auch das Gefühl, eher so ein Fernkämpfer. Schwierig, schwierig. Ist aber kein, nicht die richtige S-Bombe. Wir müssen, glaube ich, gegen die Große noch kämpfen. War das alles? Never. Er scheint sich beruhigt zu haben. Wenn die Zeit um Valias herum stehen geblieben ist, wie kann es dann sein, dass er unsere Anwesenheit gespürt hat? Ich weiß es nicht. Bisher hat er noch nie auf irgendetwas oder jemanden reagiert. Nur auf dich. Er ist bereits seit fast einem Jahrhundert gefangen. Wenn er dabei die ganze Zeit bei Bewusstsein war, dann müssen wir ihn umgehend befreien. Das ist leider nicht so einfach. Ich möchte ihm ja helfen, aber... es ist eine lange Geschichte. Ich würde euch das alles lieber im Dorf erklären. Na gut. Dann lasst uns zurückgehen, bevor es dunkel wird. Natürlich muss es Titten haben. Endservice. Klar, why not? Es tut mir leid, Valias. Aber ich werde alles wieder gut machen. Na dann. Ein Teil von Leviathan ist jetzt also in dir, richtig? Tut das weh? Ja, sein Riesenkock hat mir den Arsch aufgerissen. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Das hätte ich jetzt gesagt, gut. Eiskalt. Ich werde deine Kraft noch brauchen. Aber wir sollten besser in der Vitanhalle weiterreden. In Ordnung. Schula ist zurück. Denkst du sie? Nice. Abyssalbresche. Okay, das sieht cool aus. Nicht schlecht. Ah, das ist die... ja, hier habe ich ja alles. Odin... Limitrausch, hier Lebensflammehammer. Haben Valias gerettet? Ach, es ist schwierig, sich zu entscheiden. Bin ich eigentlich relativ gleich. So, eins würde ich sagen, nehmen wir mal Leviathan. Ich habe das Gefühl, mit Shiva kann ich hier nicht so viel anfangen.
Kreuzzündung, Gezeitensalve. Oh ja, das hört sich gut an. Und hier bleibe ich. Also ich kann entweder Barmut nehmen oder ich könnte mal es mit Titan probieren. Obwohl Ramu eigentlich auch nicht schlecht ist. Mehrere Blitze auf einen Gegner. Oh, das ist gut. Nimm ich mal das Set, probieren wir es mal. Was malt ihr zwei denn da Schönes? Obwohl Odins Fähigkeiten auch nicht. Also normalerweise bräuchte ich wesentlich mehr Talentpunkte. Um einfach mal alles auszutesten. Ich meine, wir können es testen Stück für Stück, aber. Why not? Ich sehe nirgendwo ein Kind. Milord? Mein Name ist Dalina. Ich diene unserer Anführerin Lady Shula als Beraterin. Meine Vorgänger waren häufig sowohl Berater als auch Beschützer. Doch da Lady Shula selbst eine fähige Kriegerin ist, benötigt sie keine persönliche Leibgarde. Deshalb besteht meine Hauptaufgabe darin, mich um alltägliche Angelegenheiten rund um das Dorf zu kümmern, wenn sie abwesend oder andersweitig verhindert ist. Zum Beispiel war ich es, die ihr auf Geheiß die anderen Dorfbewohner über eure Ankunft informiert hat. Ja, das passt schon. Lebt wohl, Milord. Alles klar. Oh, die ist aber nett. Ich finde diese glatten Haare, als hätte man den Arm. Um Valias Gefangenschaft zu verstehen, müsst ihr erst wissen, wer wir sind und warum meine Vorfahren derart mitleidlos handeln konnten. Dieser Wandteppich zeigt unsere Geschichte, die uns hierher gebracht hat. Nachdem mein Volk für Generationen durch ganz Valestea geirrt war, fand es schließlich vor etwa 170 Jahren Zuflucht im Nordosten Stürms. Aber im Tausch für unsere Sicherheit verlangte die Gwigorische Kirche, dass wir unserem Glauben abschwören, und brandmarkte uns als Ketzer, als wir uns weigerten. Man wollte den Stamm auslöschen als abschreckendes Beispiel. Die kaiserlichen Chroniken sprechen von unserer Vernichtung, denn alles andere wäre ein Zeichen der Schwäche Gwigors gewesen. Aber das ist eine Lüge. Einige Überlebende konnten nach Norden und Westen fliehen. Sie entdeckten dabei zwei Dinge, die unser Schicksal für immer verändern sollten. Zum einen eine alte Legende, die Methode zur Erschaffung eines eigenen Mutterkristalls. Oha. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja? Jedenfalls schöpften sie daraufhin neue Hoffnung. Für eine Weile. Unsere Vorfahren gelangten zu der Überzeugung, dass sie die Götter nachahmen könnten, wenn sie nur das geeignete Herzstück dafür fänden. Ein Lebewesen, durch das wahre Fluten von Äther geleitet werden könnten. Und der Himmel gab ihnen, was sie brauchten. Einen Dominus. Valias. Und in einer alten Ruine hatten sie ein seltsames Mittel gefunden, von dem sie glaubten, dass es große Mengen von Äther aus einer Kreatur hervorlocken könne. Damit wollten sie seine Esper erzürnen. Leviathan hätte sie alle vernichtet, wenn ihre zweite ebenso einschneidende Entdeckung nicht gewesen wäre. Nämlich, wie man die Zeit anhält. Wie sind sie darauf gestoßen? Im Norden kannte man keine solche Magie, sonst wüssten wir davon. Als unsere Ahnen hierher kamen, war das Land unbewohnt. Bis auf eine Hexe, die auf dem höchsten Berggipfel lebte. Ihr Körper war schon fast gänzlich versteinert. Ein grausamer Lohn für die langen Jahre im Dienst der Herrscher des Nordens.
So sehr fürchteten sich diese vor dem Fall von Drachenauge, dass sie der Hexe befahlen, die Zeit einzufrieren. Aber Drachenauge ist gefallen. Richtig. Denn als sie ihren Zauber endlich perfektioniert hatte, war es bereits zu spät. Als Strafe für ihr Versagen wurde sie hierher verbannt, wo sie ihre letzten Tage in völliger Einsamkeit verbringen sollte. Unsere Vorfahren sahen ihr Leid und kümmerten sich um sie, so gut sie es vermochten. Zum Dank schenkte sie ihnen den Zauber. Oh, das ist lieb. So würde ihr Vermächtnis weiter bestehen, auch nach ihrem Tod. Bewaffnet mit dem Wissen der Gefallenen und dem Geheimnis der Zeit selbst, ersannen sie schließlich einen äußerst ehrgeizigen Plan. Die Schaffung eines ganz neuen Mutterkristalls aus eigener Hand, der durch Magie unvergänglich sein sollte. So würde unsere ewige Suche, unser Leid endlich ein Ende finden und unser Volk aufs Neue erblühen. Oha. Und alles, was nötig war, war das geringe Opfer eines einzigen Kindes. Ein vertretbarer Preis, dachten sie zumindest. Noch ein Leben, das durch unser blindes Vertrauen in die Mutterkristalle zerstört wurde. Dann wissen wir jetzt also, wie Valeas festgehalten wird. Wie können wir ihn befreien und den Fluss der Zeit wiederherstellen? Erinnert ihr euch an die Kuppel aus Licht über den Klippen im Westen? Darunter befinden sich die Ruinen eines alten Tempels. Dort errichtete die Hexe das Zepter, eine Vorrichtung, die ihren verbliebenen Äther in die Woge leitet. Ja, das müssen wir wahrscheinlich zerstören oder so. Aber das letzte Mal, dass sich dort jemand hineingewagt hat, ist schon viele Jahre her. Zum Kämpfen. Inzwischen haben andere den Tempel in Besitz genommen. Bereiten wir uns besser auf einen Kampf vor. Allerdings sollte einer von uns wohl hier bleiben. Du denkst, das Dorf könnte in Gefahr sein. Wir haben gesehen, wie der Äther von Valeas aus in alle Richtungen geflossen ist. Aber bisher ist uns nur ein Egi begegnet. Es wird noch mehr von diesen Kreaturen geben. Und wenn auch nur eine das Dorf erreicht, werden die Mauern sie nicht lange aufhalten können. Dann bleibe ich hier. Der Phönix wird über euer Volk wachen, Lady Shula. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber den Phönix, das ist ein guter Bro. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Der macht das. Ich fürchte, dass uns nicht viel Zeit bleiben wird. Das Zepter ist nicht einfach zu finden. Wir müssen erst ich Richtung noch Norden ein, zwei Nebenquests und dann nach machen. Westen. Tiefer in den Wald hinein. Nirgendwo ein Kind. Hol erstmal tief Luft. Schön ein- und ausatmen. Ist alles in Ordnung? Oh, du bist der Fremdling. Ich bin Fanet, die Heilerin des Dorfs. Und das hier ist Talor, einer meiner Patienten. Kurze Zeit nach eurer Ankunft ist er plötzlich krank geworden. Ja, wir haben Bakterien mitgebracht. Nichts allzu Ernstes, hoffe ich. Wenn ich das hoffe damit. Ich auch, aber... Aber? Seine Symptome sind mir ein Rätsel. Er klagt ständig über Schüttelfrost, hat aber kein Fieber, obwohl das normalerweise der Fall sein sollte. Und nicht einmal mein stärkstes Schmerzmittel zeigt auch nur die geringste Wirkung gegen die Schmerzen in seiner Brust. Ich frage mich langsam, ob sein Zustand nicht nach etwas ganz anderem als einer Heilerin verlangt. Shula sagte, dass du hier bist, um uns zu helfen, also gilt das vielleicht auch für mich? Natürlich, wenn ich dir überhaupt helfen kann. Das kannst du, keine Sorge. Du musst nur drüben bei der Schmiede mit Talors Sohn Pavat sprechen. Frag ihn, ob er weiß, was genau Talor gemacht hat, bevor er krank wurde. Es muss eine Ursache für seine Beschwerden geben und ich werde sie finden. Leider ist Talor zu schwach zum Sprechen und lange allein lassen kann ich ihn auch nicht.
Während du für mich mit Pavat redest, würde ich daher nur kurz bei seiner Frau Wirda nachfragen, ob sie irgendetwas weiß. Verstanden. Das Marmor. Hörsch, weg ist der alte Mann. Oh, brauchst du irgendwas? Information. Ja, allerdings nichts aus der Schmiede. Farnet hat mich beauftragt, mit dir zu sprechen. Sie will herausfinden, was mit deinem Vater nicht stimmt und hofft, dass du etwas Licht in die Sache bringen kannst. Ja, alte Frist. Darum geht es. Tut mir leid. Sie hätte dich da nicht mit reinziehen sollen. Es macht mir wirklich nichts aus. Also, hat dein Vater in den Tagen vor dem Ausbruch seiner Krankheit irgendetwas Ungewöhnliches gemacht? Ja, 500 Mille der Alge oder der Alge. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich sehe ihn auch nicht so oft, weil er tagsüber meistens unterwegs ist. Zumindest war er das. Vielleicht war er etwas unruhiger als sonst. Aber abgesehen davon... Weißt du, wo er normalerweise hingeht, wenn er unterwegs ist? Im Buffet. Eigentlich macht er nur seine Runden im Dorf. Meistens geht er rüber zu Blasir, dem Fischer, der auf der anderen Seite der Quelle lebt. Die beiden sind alte Freunde. Blasir. Vielleicht kann er dir mehr sagen als ich. Aha. Vielleicht. Ich werde ihn fragen. Dann reden wir mal mit Blasir, dem Bläser. Es ist aber ein schönes Dorf hier. Oh, da mal ein paar Wochen Urlaub machen. Das würde mir echt gefallen. Hallo, auch Fremder. Kann ich dir irgendwie helfen? Du bist Blasir, oder? Pavat hat mir erzählt, dass du mit seinem Vater befreundet bist und dass ihr beide euch vor seiner Krankheit getroffen haben könntet. Vor seiner Krankheit? Talor war in seinem Leben noch nicht einen Tag krank und ich weiß nicht, wieso er jetzt damit anfangen sollte. Das weiß Farnet auch nicht. Deswegen hat sie mich gebeten, herauszufinden, was Talor in den letzten Tagen gemacht hat. Nur für den Fall, dass sich dadurch sein Zustand erklären lässt. Nicht, dass deine Eltern vergiftet. Da gab es schon eine Sache, die ich ein bisschen merkwürdig fand. Er hat immer wieder nach dem Wald gefragt. Hast du auf dem Weg zurück von der Küste irgendwas Seltsames gesehen? Bist du dir sicher? Schwörst du und all sowas? Gesehen habe ich natürlich nichts, aber er hat immer wieder gefragt. Als ob er darauf gewartet hätte, dass was passiert und nur nicht wusste, wann. Aber was es gewesen sein könnte, weiß ich nicht. Mir hat er nichts erzählt. Okay, jetzt bin ich getriggert. Das klingt auf jeden Fall merkwürdig. Und es könnte genau das sein, was Fanet sich erhofft hat. Danke. Ach, keine Ursache. Oh, und wenn du Talor siehst, wünsch ihm gute Besserung von mir, ja? Ja, mach ich. Mal sehen, was Fanet dazu sagt. Nett, dass der sich in so ein Äthervieh verwandelt. Ich habe mit Wirda gesprochen, aber sie konnte mir nicht weiterhelfen. Hattest du mehr Glück? Nichts Handfestes, aber ich glaube, wir haben eine Spur. Blasir hat mir erzählt, dass Talor in letzter Zeit ein seltsames Interesse am Wald entwickelt hat. Er soll ständig gefragt haben, ob Blasir auf dem Rückweg von der Küste nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Aber er hat nie gesagt, was genau er damit meint. Der Wald. Zwischen dem Dorf und der Küste. Nein, das... Aber was, wenn doch... Jetzt müssen wir wahrscheinlich da runtergehen, wo die Familie gesagt hat... was? Dass wir da nicht runter wollen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, Talors Krankheit könnte etwas mit den Tomberries zu tun haben. Vielleicht hast du schon welche hier bei uns getroffen. Kleine, schuppige Echsenwesen? Diese Kreaturen könnten an Talors Krankheit schuld sein? Ja, zumindest indirekt. Und wenn sie das sind, dann konnte meine Behandlung gar nicht wirken. Es tut mir leid, dich darum bitten zu müssen, aber würdest du für mich zum Väterwald gehen? Das klingt falsch. Es gibt dort einen Altar. Und wenn ich richtig vermute, dann liegt darauf eine Opfergabe.
Was hat das alles zu bedeuten? Bitte, ich werde es dir erklären, wenn du zurück bist, aber jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Ich flehe dich an, geh in den Wald und nimm die Opfergabe vom Altar. Talos Leben könnte davon abhängen. Na gut. Was? Zum Geier? Ich sehe nirgendwo ein Kind. Ja, mit der spreche ich später. Ich will jetzt wissen, warum, hä? Da, ich hätte ihn nicht allein gehen lassen sollen. Hallo, Fremder. Und als die Leute mich endlich... Ich habe das Gefühl, da ist noch einiges zu machen. Das letzte Mal sind wir bei den Schiffswracks nach Osten zur Küste gegangen. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Dann also nach links. Irgendein Aufladen.